Ja, herzlich willkommen zur Sportlerehrung hier in der Skybar des Parkhotels in Heilbronn. Sie kennen das natürlich, das Fest des Sports, seit vielen Jahren eine Institution, wo sich die Sportler aus der Region treffen, wo die besten Sportler geehrt werden, wo die Sporthilfe Unterland Hohenlohe auch die Förderschecks übergibt. Heuer ist natürlich alles ganz anders, Corona-bedingt, weil es lange nicht klar war, mit wie vielen Menschen kann man denn feiern, wer darf alles eingeladen werden. Und an diesem Abend wie heute, an dem es natürlich auch ganz andere Themen gibt, zum Beispiel die Ukraine, ist vielleicht so eine ganz gedämpfte Veranstaltung auch absolut richtig. Trotzdem wollen wir natürlich nicht vergessen, die besten Sportler zu ehren und auch ein bisschen nach vorne zu blicken, was die Sporthilfe Unterland Hohenlohe auch mit ihrem Olympia-Perspektivteam in der Zukunft vorhat. Und das mit diesem herrlichen Blick über Heilbronn. Und sozusagen schließt sich der Kreis, als einst die Sportler-Ehrung ja im Dachgarten des Inselhotels stattgefunden hat. Aber ein Bundesprogramm gab es allemal. Und auf das können wir jetzt auch mal in aller Ruhe blicken. Los ging's mit der Vorstellung des neuen Geschäftsführers der Heilbronner Stimme, Marc Becker, der auch ein bisschen etwas erzählte über die Bedeutung der Sporthilfe und der Sportlerehrung für die Mediengruppe. Dann natürlich auch Richard Lohmüller, der Vorsitzende der Sporthilfe Unterland Hohenlohe, der vorstellte, wie es weitergeht mit dem Olympia-Perspektivteam und darüber berichtete, wie viel Geld man ausschütten konnte an die vielen Sportler trotz der Corona-Bedingungen. Dann gab es eine Goldmedaille für Lars Müller-Appenzeller, den Stimme-Redakteur, der ja von Olympia in Peking berichtete, das unter besonderen Herausforderungen. Und der Lesergewinner Edgar Reichel erhielt dann dementsprechend auch anschließend seinen Audi-Gewinn überreicht. Er hat ja hier mitgemacht bei der Sportlerwahl. Harry Merkel, der OB von Heilbronn, berichtete über die Jury-Sitzung und dann begann natürlich die Ehrung der Sportler des Jahres, beginnend mit der Sportlerin Annika Bruhn, die Schwimmerin. Sie konnte gewinnen, die Olympiateilnehmerin, und hat sich dann dementsprechend über ihren ersten Platz gefreut. Sportler des Jahres folgten Henning Mühleitner, das war eigentlich klar, für den Olympioniken, der nur um 1/13 an der Bronzemedaille vorbeigeschwommen ist bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und die Mannschaft des Jahres, das war die Sportunion Neckarsulm, die Handballerinnen, die so einen großen Aufschwung erzielt haben und vielleicht auch noch in der Zukunft weiter auf sich aufmerksam machen können. Und am Ende natürlich der Lifetime Award. Zum allerersten Mal gab es eine Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte hinweg für den Sport in der Region eingesetzt hat. Und diesen Preis, den gewann Peter Schramm, der Mr. Eberstadt, nach vielen, vielen Jahren, die er dort für Hochsprung Weltklasse gesorgt hat. Und dementsprechend war natürlich die Freude groß. Also es war ein Fest des Sports. Es war ein Fest des Sports im kleinen Rahmen, aber ein Fest des Sports, in dem sich all diejenigen gefreut haben, dass ihre Leistungen entsprechend berücksichtigt und geehrt worden sind. Und vor allen Dingen auch ein Signal in die Zukunft. Wie geht es denn weiter mit den Sportlern? Wie geht es weiter mit dem Olympia-Perspektivteam in Sachen Paris 2024? Und die Sportchefin Stefanie Wahl, die stellte dann die neuen Mitglieder in diesem Olympia-Perspektivteam vor, die unterstützt werden von all denjenigen, die in der Sporthilfe Unterland als Sponsoren unterwegs sind. Also ein rundum gelungener Abend hier in der Skybar im Parkhotel Heilbronn. Und ein paar schöne Impressionen sehen Sie jetzt.